Einen wunderschönen guten Morgen. So, wir machen jetzt mal ein bisschen Frühstück, würde ich sagen. Kaffee haben wir schon, Kaffeewasser ist schon warm. Haben wir heute. Heute haben wir Freitag. Friday. So ein Fännchen, eine Pfanne. So, und dann machen wir hier noch Bacon. So dick. Ein Büschel Regen. Ja, Sherry. Das würde dir jetzt auch schmecken. Ist aber nur für mich. Gut, ihr könnt jetzt brutzeln. Vier Eier kann man machen, oder? Noch vier Stück. Ah, fuck. Ich geh jetzt. Scheiße. Gut, machen wir das anders. Ich muss heute sowieso noch zum Müll. So, dann kann ich die nicht zum Müll bringen. Jede kaputte Ei da drin. Gut. So. Zeige euch dann gleich den Bacon. Oh. Gut, jetzt sehen wir erstmal in den Ohren. In der Zeit kann der Bacon ein bisschen brutzeln. Und dann gibt es lecker Frühstück. Also, bis gleich. So, den werde ich jetzt rausholen, werde ihn nochmal umdrehen und dann noch mal kurz 10 Minuten oder so und dann müsste das gut sein. Mmh, lecker, lecker, lecker. So, meine Freunde, dann guten Appetit, ne? Ach so, eine scharfe Soße wollte ich noch. Ein Ketchup oder scharfe Soße brauche ich noch. Warte mal. Sriracha Tabasco. Sehr, sehr lecker. Oh.
Und guten Appetit. Also, später. So, ihr Lieben. Sherry rausgucken. Wir fahren jetzt mal zum Home Depot. Und da wollte ich noch ein bisschen Farbe holen für meinen Mule. Und dann mal gucken, ob die da Schaumgummi haben. Und dann mal kicken, wie teuer der Schaumgummi ist. So. Na, fahr. Fahr raus. Oder nicht? Dann nicht. Dann wartest du. To connect your device, open the Garmin Drive app on your phone. Oh,
So, ihr Lieben, ich habe jetzt mal von der Rückbank, die Schaumstoff war noch in Ordnung. Da habe ich jetzt den alten Bezug runtergeschmissen und habe den, ja, ich habe den jetzt erstmal hier nur vorne aufgelegt, neu bezogen. Na, also, das sieht gut aus, denke ich mal. Ja, hab die jetzt erstmal hier vorne aufgelegt, weil hinten ist ja so ein Rahmen, den man anklappen kann. Und den lackiere ich jetzt schwarz. Hab den gerade sauber gemacht. Den lackiere ich jetzt schwarz. Und dann kommt das Ding wieder auf den Rahmen rauf. Und dann kann ich im Prinzip die Rücksitzbank fast wieder einbauen. Aber erst wenn soweit fertig ist, ne? Weil ich will den Fußboden nochmal drüber gehen mit diesem Bedliner. Und dann haben wir das. Ja. Sieht gut aus, gefällt mir. Na, schauen wir mal. Also, bis später. So, die erste Hälfte von der Rücksitzbank ist fertig. Ja, wie gesagt, die Ecken, ja. Bin kein professioneller Sattler. Ja. Aber das Muster ist schon echt geil, oder? Ja. So. Und dann kommt die da so ruf. Ich werde die jetzt mal so provisorisch mal ruflegen. Und dann mal kicken. Sieht bestimmt geil aus. So sieht es dann aus. Wenn der Sitz drauf ist. Hier hinten kommt die Gurthalterung ran. Und hier an der Seite kommt dann halt die Lehne ran. Aber die Lehne, habe ich gesehen, kann ich nicht verwenden, weil das irgendwie total plitschnass ist hier, das ganze Holz. Das ist total nass, muss ich neu machen. Brauche ich also Schaumgummi. Und dann muss ich den neu machen. Oje. Na gut, ist nicht so schlimm. Kriegen wir hin. So, wieder eine Menge geschafft heute. Hab die Felgen noch schwarz lackiert. Und hab den Boden hier nochmal mit Bedliner gemacht. Vorne und hinten. So, dann hab ich nochmal die Haube nochmal lackiert. Nochmal überlackiert. Hab den Auspuff mit hitzebeständiger Farbe lackiert und die Halterung hinten angeschweißt. Die andere, die dritte. Die da. Und das habe ich noch gemacht. Ja, so ein paar Sachen sauber gemacht und dann muss ich mal nach den Bremsen gucken, weil Bremsflüssigkeit war komplett alle. Denke mal, dass das. Ja. Aber halt bremst doch das Ding. Also, das hat ja gebremst. Schisse. Naja, mal sehen. Gut, ich denke, ich mache heute mal Feierabend. Und dann sehen wir uns morgen wieder. In alter Frische. Oder? Ihr wisst Bescheid. Ciao. Einen wunderschönen Samstag. Hab euch ja gestern gezeigt, die Rücksitzbank. Mit diesem Holz da, mit dem nassen. Also mit dem hier. Hab mich jetzt dazu entschieden, ein neues Stück auszusägen. Weil das nasse Zeug hier, der trocknet nicht. Und nee. Da wird ein neues Stück ausgesägt. Und gut ist. Weißt du, war ja kein Akt. Will ich jetzt mal machen. Na, die Schnecki, da. Mal guck zu. So, jetzt holen wir mal die Säge. Ich habe extra noch neue Blätter geholt. Neue Sägeblätter. So, haben wir sie dann hier. So. Neue Sägeblätter geholt. Und dann brauchen wir bloß noch die Säge. Hier oben.
Und dann so. Und dann nachher noch wegpacken. Gut wegpacken. Wenn ich es auch wiederfinde. So. Gut, nehmen wir mal raus. Sherry, komm mal hier. Bist du? Hm? Rennst du schon wieder rum? Strom brauchen wir noch. So, meine Lieben, hier ist die Vordersitzbank. Mache ich auch neu. Werde mir ein Stück ausschneiden. Und hier ist die Rücksitzbank. Ups. Und hier ist die Rücksitzbank. Ja. Ist okay. Wie gesagt. Ja, hier sind ein paar Falten drin. Aber ey, ich bin kein Polsterer. Aber für meine Zwecke reicht's. Schüsse. Ja. Vielleicht mache ich sie irgendwann mal neu, aber jetzt lasse ich es erstmal so. Es sieht auf der Kamera schlimmer aus, als es ist. Naja, jetzt habe ich den Tank auch wieder eingebaut. Statt Schrauben hier drin zu machen, hier habe ich jetzt so eine Dinger genommen hier. Also so eine Dinger hier. Weil ich weiß nicht, warum das geschraubt ist. Also das hebt nichts, das hält nichts. Das ist einfach nur eine Abdeckung. Und deswegen habe ich die da drin gemacht jetzt. Und wie gesagt, hält. Ja, das ist fest. Das war jetzt. Du. Eine Nummer größer reinmachen. Mal gucken, ob das passt. Scheiße. 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 Und den hier. Wie lang? Hier ist noch so ein langer. Den kann ich vielleicht darin prügeln. Ist das Loch nicht groß genug? So, hält, wackelt und hat Luft. So, wie gesagt, das hält auch so mit den Dingern da. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt Schrauben reinballern, weißt du?
Dann kann ich die auch nehmen, die Dinger. Ja. So, jetzt mache ich mich an die Rücksitz, an die Vordersitzbank. Vordersitzbank. Und hab da oben noch eine alte Matratze liegen aus meinem Truck damals noch. Da ist der Bezug schon kaputt. Und jetzt nehme ich die Schaumgummi dafür. Für die Vordersitzbank. Verstehst du? Ja. Oh, so sieht es okay aus, denke ich. Aber ich denke mal, für meine Verwendung völlig ausreichend. Oder? Klar, ich hätte es ja jetzt auch wegbringen können. Zum Polstern. Aber das hätte dann auch wieder einen Haufen Geld gekostet. Und so ist das völlig ausreichend. Wie gesagt, ja, bin zufrieden. Ist okay. Die Ecken sind halt scheiße geworden, ne? Die Ecken, die sind nicht so schön. Aber gut. Mein Gott. Wenn die Ecken schön sind, kannst du auch nur drauf sitzen. Also von daher, ja. Also Sitze, Hacken. Ja, hat genau gereicht. Sind 4 Yards, habe ich verarbeitet. Fast 4 Yards, habe noch ein bisschen Rest, aber nicht viel. Ist hier so viel, was da noch liegt. Und bin gut hingekommen. Ja, also. Nächste ist bestellen Kühlergrill. Wie gesagt, ich muss meinen Kühlergrill bestellen. Und dann muss ich mal sehen, ob ich den blöden Bumper hier irgendwie rausziehen kann oder rausdrücken kann. Ja. Am besten eine Seite, genau, ich mach das so. Ich hänge eine Seite hinten an den Truck, die andere Seite hinten an einem Baum und dann mit meiner Hand winde. Und dann zieht das raus. Müsste eigentlich funktionieren. So mache ich das. Ja. Wie gesagt, sobald hier hinten Motor alles fertig ist, ich muss jetzt erstmal aufräumen, jetzt sieht er aus. Wenn der Motor fertig ist, wie gesagt, ich habe mir die Brücke jetzt noch geholt hier. Und ja, dann müssen die Filter alle wieder rein, Luftfilter und so weiter. Ja, und dann ist eigentlich fertig. So gesehen. Also, dann machen wir Schluss für heute. Morgen ist Sonntag. Mal sehen, vielleicht mache ich morgen noch ein bisschen. Aber ich glaube ja nicht. Mal sehen, vielleicht. Gut, dann sage ich schon mal Tschüss. Und vielen Dank fürs Anschauen, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Abonnieren. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, tschüssi und bye bye, euer Mike.